Think Global, Act Local. Julia Lauber, heute bei mir zu Gast. Und du bist die Erste, die einen englischen Satz sagt und das ist dein Lebensmotto, ne? Warum dieses Motto? Naja, ich meine damit einfach, dass man, bevor man einkaufen geht, ein bestimmtes Produkt oder Unternehmen unterstützt, sich genau darüber informiert, wie dieses Unternehmen Mensch, Natur oder Umwelt behandelt. Und ja, wenn man sich einfach gegenseitig unterstützt und nicht einfach von irgendwelchen Großkonzernen alles bezieht. Du hast ein Lied rausgebracht, Spreading the Love. Kannst du da einmal kurz, damit unsere Zuschauer so einen Einblick bekommen, wie das klingt, mal kurz das anspielen, dass wir da mal reinhören können? We're spreading the love as much as we can. 'Cause when we change our worrying thoughts, we could open so many hearts. And that's what really matters. Ein sehr schöner Song. Und du hast dir dieses sehr hohe Ziel gesetzt, du möchtest die Welt verändern. Du bist 19 Jahre jung. Wo kommt das her, dieser Antrieb? Ich sage immer gerne, dass es, die Welt besteht aus 360 Grad. Und ich habe hier vorne die schönen 20 Grad, die ich mir so, so gern anschaue. Ich habe aber auch die gerade die 340 da hinten, die nicht so schön sind. Und denen kehre ich gerne mal den Rücken zu. Und ich meine, das ist ja auch mal normal, weil ich nicht immer 24 Stunden am Tag damit konfrontiert sein will, dass überall oder sehr oft auf der Welt einfach nur Schmerz und Leid besteht. Aber das Problem einfach, und das darf man niemals vergessen, während man diesen Dingen den Rücken zukehrt, ist, da sind Menschen drin und Tiere, die es verdient haben zu leben und nicht nur zu überleben. Für mich ist einfach, Freude ist für mich oder wäre für mich, wenn ich weiß, dass wirklich jeder Mensch Chance auf ein schönes Leben hat und nicht sie vordeterminiert sind, nur weil sie in einem gewissen Viertel auf der Welt geboren sind, wo Armut herrscht. Und das ist nicht okay. Wie nicht nur du vielleicht die Welt verändern kannst, sondern auch wir alle. Dazu gibt es einen einfachen Tipp, den habe ich bei dir auf der Homepage gelesen. Darüber sprechen wir gleich, welcher das ist. Vorher schalten wir in meinen ersten Beitrag. Und zwar findet bei uns in Stuttgart eine Deutschlandpremiere in Sachen Musical statt. Wir haben die Hauptdarstellerin getroffen und um welches Musical es geht, das alles sehen Sie jetzt. Dancing days, painted wings, things I... Die Bilder, die Sie hier sehen, sind Aufnahmen vom Broadway in New York. Das Erfolgsmusical kommt, wie eben schon erwähnt, jetzt das erste Mal nach Deutschland. Genauer gesagt nach Stuttgart ins Stage Palladium Theater. Die Hauptrolle ist sehr anspruchsvoll, da diese fast durch jede Szene im Musical führt. Gespielt wird sie von der 24-jährigen Judith Kaspari, die durch einen großen Zufall zu dieser Traumrolle gekommen ist. Also ich war zufällig in Stuttgart zu Besuch, weil mein Freund dort gerade gearbeitet hat. Es war im März und dann kam er auf einmal abends in die Wohnung rein. Judith, Judith, Sie machen Anastasia in Stuttgart. Du musst unbedingt vorsingen, weil eigentlich war ich zu der Zeit noch in meinem Bachelor und habe Operngesang in Essen studiert und war jetzt nicht ganz so danach ausgerichtet, unbedingt jetzt Musical zu machen. Und dann habe ich mich natürlich sofort beworben, weil Anastasia meine absolute Kindheitsheldin ist. Das war mein erster Kinofilm, den ich sehen durfte. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Und das ist sehr verrückt. Kurz zur Geschichte. Anastasia ist die letzte Überlebende der Zarenfamilie. Sie begibt sich auf die Suche nach der eigenen Identität und durchlebt dabei sämtliche Höhen und Tiefen des Lebens. Gepaart ist das Ganze mit aufwendigen Kostümen, einer beeindruckenden Kulisse und natürlich Musik, die für Gänsehaut sorgt. Ja, und die sympathische Hauptdarstellerin, die jetzt extra Anfang Oktober für das Stück nach Stuttgart zieht, sieht zu sich und zu der Rolle, die sie spielt, einige Parallelen. Ich würde sagen, die Suche nach Liebe, nach Familie, Geborgenheit, aber auch die Nostalgie, die in ihr steckt durch die ganzen Erinnerungen. Ich bin ein wahnsinnig nostalgischer Mensch. Allein schon in diesem Raum zu stehen, rüttelt irgendwas in einem wach. Mein Fazit, ein absolutes Muss für alle Musical-Fans. Deutschland-Premiere ist dann am 15. November und Tickets bekommen Sie auf eventim.de. Mut, verlass mich nicht, Herzschlag tapp. Weiter, gib nicht auf, so kurz vom Ziel. Ja, da erwartet uns wieder ein cooles Musical in Stuttgart. Bist du selbst Musical-Fan, schon mal in einem gewesen? Ja, also Musicals finde ich richtig klasse. Und in Musicals war ich auch schon ganz vielen, ich weiß nicht, Tarzan, König der Löwen und also... Hat was, gell? Ja, so ein Musical, finde ich auch. Wir haben jetzt schon eine Menge von dir gehört. Du bist Sängerin, du schreibst deine Texte selbst und dein Anliegen ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Das ist ja schön, wenn du das versuchst. Es wäre schön, wenn wir alle da irgendwie mithelfen könnten, weil eigentlich müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Du hast einen ganz einfachen Tipp, wie das geht. Also was ist dein Rezept? Was können wir alle tun, damit es ein bisschen besser wird? Naja, ich glaube, mein Rezept klingt im ersten Moment ein bisschen zu simpel. Es heißt einfach nur Nächstenliebe. Und damit meine ich eben nicht nur, dass ich den Fremden auf der Straße auch mal ein Lächeln schenke, was aber auch dazu gehört natürlich. Aber vor allem das, was ich vorhin eben auch schon erwähnt habe, dass ich, bevor ich ein Unternehmen unterstütze, mich darüber informiere, wie das produziert, wie es Mensch, Natur und Umwelt behandelt und dann mich auch nach Alternativen erkundige, nicht die Großkonzerne unterstütze, sondern einfach die lokalen Firmen, die lokalen Bauern vor allem, dass ich mich einfach erkundige, wie ging es den Menschen, wie ging es den Bauern und mich auch wirklich frage, möchte ich sowas und möchte ich das unterstützen. Nervt es dich, wenn Menschen da nicht mitziehen, wenn Menschen das völlig egal ist? Ja, was heißt nerven? Ich finde es eher enttäuschend. Im Vorgespräch haben wir so ein bisschen gequatscht und du hast jetzt gerade dein Abi gemacht. Du weißt noch nicht, was du studieren willst. Musik weißt du nicht genau, weil es natürlich eine unsichere Sache ist, ob das mit der Musik funktioniert oder nicht. Ich wünsche mir, du gehst in die Politik, weil da kannst du auch was verändern, falls es mit der Musikkarriere nicht klappt. Wobei ich mir sehr sicher bin, dass das klappt, weil du bist eine ganz tolle Sängerin und ich habe mich im Vorfeld mit deiner Musik beschäftigt und habe einen Lieblingssong für mich entdeckt, Change It. Und ich muss wirklich sagen, als ich den gehört habe, sind die Tränen gekullert, weil der so berührt. Und den hören wir gleich nochmal und vorher schalten wir ganz kurz weg und sind gleich da und holen sie schon mal Taschentücher raus. Change it now, you can do something with me. I feel the better way. Das ist mir also, um Gottes Willen, jetzt habe ich gesagt, meine Zuschauer sollen die Taschentücher rausholen und selbst habe ich keine dabei. Also ja, deine Musik ist einfach berührend. Du bist ein Mensch, der einfach irgendwie was bewegen will. Bei mir funktioniert es schon mal sehr, muss ich sagen. Trotzdem sagst du auch, und es steht auf deiner Website, du bist lebenslustig und froh und das merkt man gleichzeitig auch. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr unglaubliche Mischung, dass du so positiv bist und gleichzeitig wirklich so tief gehen kannst. Du guckst mich so mitleidig an. Das ist doch das, was man als Musiker sich eigentlich wünscht, oder? Dass die Songs berühren. Ja, es ist halt, ich meine, wenn jemand weint, dann ist, wenn man, gut, es gibt immer zwei Optionen. Entweder jemand weint, weil die Musik so schlecht ist oder weil es so berührt. Und ich meine, es ist dann immer eigentlich irgendwo auch ein schönes Feedback, aber das Ding ist halt, die Musik, wo ich mache, klar berührt die auch, aber die berührt nicht mal unbedingt nur wegen der Melodie oder nicht mal wegen der Melodie, sondern wegen dem Inhalt und der Inhalt, naja, dafür kann ich nichts und der Inhalt ist eigentlich auch das, was geändert werden sollte. Und deswegen, nein, mir tut es leid, weil ich selber weiß, wie ich mich fühle, wenn ich sowas schreibe. Wir schalten in meinen nächsten Beitrag. Bevor ich in die Kamera gucke, bin ich sehr verschmiert. Du musst mir das von Frau zu Frau sagen. Mal da noch ein bisschen, okay. Naja, ich richte das jetzt, während wir in das nächste Event schalten. Wir waren nämlich in Ludwigsburg unterwegs. Da schauen Sie jetzt mal rein und ich gucke gleich mal in den Spiegel. Bis gleich. Ja, jetzt sitze ich ganz gemütlich mit dem Direktor Volker Kugel hier im blühenden Barock und ich frage mich gerade, ist das der schönste Job, den Sie haben oder der schlimmste, weil Sie bei so einem Fest arbeiten müssen? Also ich glaube, es ist der schönste. Ja, wir haben ja insgesamt im Wechsel 6 Bands vom Straßenmusikfestival, das uns ja die Sparda-Bank Baden-Württemberg ermöglicht und die treten hier auf 2 Bühnen auf. Ich liebe das Fest, das Lichterzauberfest, unglaublich. Mit diesem Feuerwerk dann an der Emichsburg können wir alle gespannt sein. Und vor allen Dingen, wir dürfen mit Ihnen gleich mal da hoch auf die Burg treffen einen der Feuerwerker. Ist das der offizielle Titel, wie man dazu sagt? Genau, der heißt Feuerwerker und der wird viel Geheimnisse erzählen, wie das geht, weil dieses Feuerwerk, das ist im Hintergrund nicht so romantisch, wie wir es erleben können. Das ist reine Technik, aber genial gemacht und das wird Spaß machen. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch auf die Rapunzelburg, wie sie auch genannt wird. Gell? Wie lange brauchen wir da hoch? Wie viele Stufen sind das? Ja, je nachdem, wie fit ihr seid, aber ich glaube, Stufen sind so 132. Kriegen wir aber hin. Ah, ich denke mal, so 10 Minuten sind wir oben. Bisschen schnaufen, passt. Wie wäre es mit dem Aufzug? Schlechte Nummer, geht nicht, Denkmalschutz, gute Ausrede, aber geht leider nicht. Gut, dann begeben wir uns schweißtreibend extra für Sie nach oben. Sie kriegen derzeit noch ein paar Impressionen und wir sehen uns gleich auf der Burg. Das ist so, ja, familiär, würde ich sagen. Und dass man halt hier als Kind viel Spaß hat. Wir freuen uns dann aufs Feuerwerk, da wird es natürlich noch romantischer, aber jetzt ist auch schon super.
Ja, und wenn man zusammen den höchsten Punkt im blühenden Barock zusammen meistert, dann ist man irgendwann beim Du gelandet. Daniel, wir haben gesagt, wir duzen uns, eben waren wir noch beim Sie. Und du schießt nachher das Feuerwerk ab. Von hier oben, und das sind zum Beispiel Feuerwerkskörper, die wir sehen, die dazugehören, ne? Von hier oben schieße ich es nicht direkt, ich schieße es von weiter unten. Ah, du bist gar nicht hier? Nein. Warum? Das ist mir viel zu brisant hier oben. Ja, ja. Also hier würde auch ich mich nicht mehr aufhalten wollen während des Feuerwerks. Dafür haben wir hier viel zu viele Effekte aufgebaut, die durchaus mehr Sicherheitsabstand erfordern, als ich hier oben für mich selbst hätte. Zehntausende Menschen werden nachher das Feuerwerk bestaunen und keiner kennt dich. Ist das nicht schade, dass du keinen Applaus kriegst und keiner sagt, hey Daniel, danke schön? Nee, das ist im Prinzip so, man kann ja das Publikum schon, die Reaktion des Publikums auf seine Arbeit beziehen. Und das ist schon ganz schön. Man hat im Prinzip, man bekommt sein Feedback für die Arbeit. Und das ist alles das, was für uns erstmal zählt an dem Abend. Ja. Daniel, wir sind sehr gespannt auf das Feuerwerk. Cool, dass wir dich mal kennenlernen durften. Und wir stehen ja, wie wir schon gesagt haben, auf einem ganz hohen Turm. Jetzt darfst du dir aussuchen. Entweder lassen wir jetzt unser Haar herunter, wir spucken runter oder wir genießen kurz zusammen noch die Aussicht. Was willst du? Wir genießen die Aussicht. Es war eine tolle Erfahrung, dich kennenzulernen, Julia. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ich bin sicher, den wirst du haben. Meine Sendung endet mit zwei Veranstaltungstipps und deinen darfst du jetzt bitte in die Kamera sagen. Sehr gerne. Und zwar, jetzt ist ja momentan Urlaubszeit, deswegen Urlaubszeit ist ja auch Verreiszeit. In Hessen am Altstadtfestival in Nienburg spielt eine ganz, ganz tolle Band am 20. September und zwar die Meilentaucher. Und ja, also reinhören lohnt sich. Super. Und mein Tipp ist hier in der Region, wie jedes Jahr, Flammende Sterne steht wieder an, jetzt am Wochenende in Ostfildern. Ein schönes romantisches Event, wo Sie gerne hingehen können. Und dein Album kommt im November raus. Das sollten Sie sich auf jeden Fall kaufen. Und eines dieser Songs, den wir jetzt hören werden, wie heißt der? Everyday. Ist drauf und da hören wir jetzt kurz rein. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche und freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.